yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid. Hey, hey aus Schweden! In dieser Woche ist nicht ganz so viel passiert, denn ich habe Besuch von meinem jüngsten Sohn und seiner Freundin. Wir hatten ganz, ganz viel Regen, aber wir haben Ausflüge gemacht und ich hatte deshalb nicht so viel Zeit, einen anderen Film zum Thema Auswandern zu machen, den ihr euch in der Umfrage gewünscht habt. Aber ich verspreche euch, den gibt es nächste Woche. Wenn ihr aber Lust habt, dann könnt ihr mich heute begleiten beim Ausflug nach Grenna in die Zuckerstangenstadt und auf die Insel Visingsö. Und wie ihr seht, ja, uns hat leider das Regenwetter erwischt, deshalb können wir nicht ganz so viel machen hier auf der Insel Visingsö. Aber bleibt gerne dran und schaut, wie schön es hier ist. Um Grenna zu erreichen, befahren wir die E4. Die Europastraße reicht vom Süden Schwedens, von Helsingborg bis nach Finnland in die Stadt Tornio. Ab Jönköping führt die Straße am Vätternsee vorbei. Das ist der zweitgrößte See Schwedens. Und er ist vom Anfang bis zum Ende 135 Kilometer lang. Von einem Rastplatz an der E4 hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt Grenna und unten sieht man auch den Campingplatz, der am Hafen liegt. Bald erreichen wir Grenna, die man auch die Zuckerstangenstadt nennt. Grenna ist ein beliebtes Ausflugsziel und der süße Duft der Zuckerstangen hängt quasi über der Stadt. Ich finde, hier ist Schweden quasi am süßesten. Dass die Zuckerstangen so berühmt wurden, ist zurückzuführen auf die alleinerziehende Mutter Amalia Eriksson, die 1859 die Genehmigung erhielt, eine Zuckerbäckerei in der Stadt zu eröffnen. Sie erfand quasi die Pfefferminzkaramellen und die Stangen bekamen den Namen Polkagris. Dies wurde abgeleitet von dem damals populären Polkatanz. Mittlerweile ist die Stadt geprägt von zahlreichen Zuckerbäckereien. Betretet gerne mal so ein Geschäft. Ihr könnt überall zusehen, wie die Zuckerbäcker Karamellen, Zuckerstangen, Lollis, alles Mögliche, was das süße Herz begehrt, herstellen. Mir schmecken die Sahnekaramellen am besten. Empfehlenswert ist auch ein Besuch im Museum. Hier erfahrt ihr alles über die André-Expedition. 1897 wollten Salomon August André, Niels Trindberg und Knut Frenkel mit einem Heißluftballon bis zum Nordpol fahren. Sie starteten in Grenna am 11. Juli. Allerdings mussten sie am 14. Juli wegen eines Unwetters ihre Expedition bereits abbrechen und alle drei kamen ums Leben. Bis heute wird geforscht, was in den letzten Tagen dieses Trios passiert ist.
Bei einem Spaziergang durch die kleinen Gassen von Grenna fühlt man sich wie in alte Zeiten zurückversetzt. Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings. Grenna ist so ein beliebtes Ausflugsziel, dass wirklich Besucherströme in die kleine Stadt kommen und damit auch viel Verkehr. Ich bin ja davon nicht ausgeschlossen. Es gibt nur diese eine Hauptstraße und der Verkehr zieht sich in beiden Richtungen hindurch an den kleinen Zuckergeschäften vorbei und auch für viele Wohnwagen und Wohnmobile ist es halt schwierig, dann hinunter zum Campingplatz zu kommen. Mittlerweile hat die Stadt Barken aufgestellt, damit die Fußgänger vor dem Verkehr geschützt werden. Ich konnte bisher leider nichts dazu finden, ob die Straßenführung demnächst vielleicht irgendwie anders gelegt werden soll. Unten am Hafen findet ihr einen großen Campingplatz mit einem tollen Freizeitbereich. Außerdem gibt es hier auch einen Stellplatz für Wohnmobile. Mit der Fähre setzen wir nun über auf die kleine Insel Visingsö, die mitten im Vetternsee liegt. Maybe I could have seen it all coming. That I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only Where nothing makes sense anymore. Leider verkünden dunkle Regenwolken, dass es bald sehr nass werden wird. Nach einem heftigen Regenguss und nachdem wir nun auch klitschnass sind, sind wir quasi in das Restaurant Solbakken geflüchtet, das oberhalb des Fährhafens liegt. Hier kann man super gut essen, also kann ich wirklich empfehlen. Ein Spaziergang führt uns zu einem alten Garten. Es ist belegt, dass an diesem Platz, der ca. 5000 Quadratmeter groß ist, früher ein Kräutergarten und eine Wiese voller Obstbäume war, die zu der alten Burg gehört. Ein Verein ließ sich davon inspirieren und legte an dieser Stelle einen Garten an im Barockstil und hier findet ihr 900 verschiedene Pflanzen. Außerdem betreiben eine Mutter und ihre Tochter ein kleines Café in diesem Bereich. Also ein Besuch lohnt sich auch hier. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color. Dass die Insel Visingsö schon früher ein Zufluchtsort für Mächtige und Reiche war, das zeigen die Ruinen. Hier sind wir an der Visingborgs Schlossruine, die aus dem 16. Jahrhundert stammt und vom Grafen Per Brahe errichtet wurde. 1718 brannte die Burg jedoch vollständig ab und so sieht man heute nur noch die kläglichen restlichen Mauern von der einstmals riesigen Burganlage. Be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. That you
Auf Visingsö gibt es tolle Wanderwege. Man kann auch Kutschfahrten machen oder die Insel mit dem Fahrrad erkunden. Wir sind die Insel quasi abgelaufen und immer wieder habt ihr tolle Ausblicke. An der Südspitze stößt man an die Burgruine Nääs. Das war vor 800 Jahren Schwedens erster Königssitz. Hier residierte König Magnus Ladulos. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. Ich bin sehr gerne an alten Burgruinen, die den Charme der alten Zeit versprühen. Wir haben auch Kronoberg Slot besucht, das ist in der Nähe von Växjö. Darüber habe ich ja schon mal einen Film gemacht, den verlinke ich euch hier oben. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear. Nach unserem Ausflug scheint wieder die Sonne. Und das ist auch wunderbar, da wir das Wetter für Fahrradtouren nutzen können. Wenn euch der heutige Ausflug nach Gränna gefallen hat, dann würde mich das sehr freuen. Und ich sage Hey Dor, bis zum nächsten Video. Take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow.